Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Farm Together und wir farmen jetzt hier Gold. Mit dem Game to Play. Hallo. Ja, Game to Play, der ist schon goldig, aber die Bäume hier sind goldiger. Ich bin nur so goldig. Ich bin noch viel goldiger. Goldinchen. Goldini. Ja. Goldini. Das Pokémon ist Goldini. Was? Nein. Meins Flammiau. Flammiau? Ja. Das war das von Sonne Mond, ne? Ja. Das ist dein Lieblings-Pokémon? Ja. Wenn ich ein Pokémon auswählen würde, dann Flammiau. So, jetzt haben wir schon wieder 2720 Diamanten. Können wir uns ja gleich noch eine Erweiterung holen, ne? Ja gut, aber was wollen wir denn noch machen? Noch mehr Maisfelder. Wir haben so wenig. Wir brauchen noch mehr. Die Hühner sehen schon gut aus. Dann könnten wir die Schafe umpflanzen. Schafe umpflanzen, mhm. So, ich nehme die Schafe schon mal mit. Und pflanze. Ich nehme die Schweine hier. Pflanzen. Ich komme mit den Zäunen hinterher. Machen wir das so. So. Halt. Sind das normale Schafe? Ja, ne? Ja. Wir haben nur normale Schafe. Boah, jetzt nimm doch diesen blöden Zaun. Junge! Hä? So, ich komm noch mal rum. Ja, ja, ich bin ja hier bei den Schafen. Hä? Hey, boah, sind das viele. Boah. Dann kümmer du dich um den Zaun und ich kümmere mich mal weiter. Was können wir noch umpflanzen? Oh, die Kühe sind fertig. Und die Enten. Gut, die Enten kann man auch so erweitern. Wollen wir eigentlich coole Zäune bauen oder wollen wir noch diese? Also ich würde sagen, kannst du dir aussuchen. Wir haben ja die Diamanten dafür. Deshalb, ne? Aber ich finde halt auch bei den Zäunen, es soll halt auch so ein bisschen landlicher aussehen, ist meine Meinung. Ja, definitiv. Definitiv. Also ich weiß nicht. Also dieser Steinzaun hier, der sieht zum Beispiel irgendwie doof aus. Oder so ein China-Zaun oder so setze ich jetzt auch nicht hin. So. So, landlich hier. Lila landlich. Wobei, warum gieße ich jetzt eigentlich die Pflanzen? Brauche ich ja gar nicht. Ich wollte irgendwas anderes gießen, was wir ja noch in den 30 Minuten fertig haben wollten. Das waren die. Ach, die Landschweine waren das Füttern. Genau. Hau ich mal das hier weg. Und natürlich hier alle Tiere füttern. Oh. Ja? Jetzt habe ich ein Schwein. Jetzt habe ich ein Schaf weggeruppt. Und setz es doch wieder. Ja, ich weiß. Mache ich ja auch. Holzzaun. Jo. Nein, kein Schaf. Holzzaun. Ja, die Schweine haben schon wieder Hunger. Ja, so eine Schweinerei. Mensch. Noch 20 Minuten. Ja, wir haben nicht aufgepasst. Wir haben nicht aufgepasst, liebe Leute. Also doch nicht mehr in dieser Folge. Naja. Ist so, wobei wir haben ja noch 1,5 Mille. Wir wissen nicht, wohin damit. Ich könnte jetzt hier nochmal eine Batterie Enten machen. Es ist die Frage, was hast du für Enten genommen? Aylesbury Enten oder Entchen? Aylesbury, glaube ich. Ich glaub, ja. Die ersten, ja. Kann ich mich da auch um den Zaun kümmern? Haben wir dann die Enten auch mal erweitert? Oh.
Was ist das denn für ein Baum? Gewürznelkenbaum. Zwei Schleifchen gegen zwei. Ertrag, warte mal. Was heißt denn das da unten? Guck dir mal den Gewürznelkenbaum an. Ja, sofort. Ach, Gewürze, ah. Zwei Schleifchen und dafür bekommst du zwei Diamanten. Kosten zwei Schleifchen, diese Dinger. Ja. Ja, stimmt. Hatte ich ja letztens auch schon gesehen gehabt, aber lohnt sich eigentlich gar nicht, oder? Nee, also lohnen sich die Geldbäume eher. Ja, hier bezahlt man halt nicht mit Schleifchen. Ist ja nicht so, dass wir da bei den Schleifchen noch nicht so im, ich sag jetzt mal, Flow sind. Hülle und Fülle. Haben wir die. Ja. Wenn es da einen Baum gibt, wo man Schleifchen pflücken kann, dann bin ich sofort dabei. So. Na, komm. Mach ich hier so ein Sandbeet, ne? Bei den Feldern. Ein Sandbeet? Das ist schon ganz gut. Ja, so ein Sandweg. Ach, Samtweg, ach so. Nein, nicht die Aylesbury-Ente verkaufen. Oh, ich bin doch so dumm. Oh, du hast eine Ente gerade verkauft. Ja, ich weiß. Holzzaun, ja. Nein. Boah, der springt jetzt mal über diesen blöden Holzzaun, statt den auszuwählen, ey. Nein! So, die Kühe. Nein! Oh, ich habe schon wieder eine Ente verkauft. Nein! Aber okay, gut, jetzt kann ich den Zaun verkaufen. Meine Fresse da. Ah! Setz mal die Kühe da hinten bei der großen Scheune hin. Gut hin. Oder? Oder hattest du was anderes gedacht? Nö, passt. Gut. 2, 4, 6, 8, 10, ne? 10, ne? Was machen wir dann statt den Kühen dahin? Truthähne? Ne, warte mal, die Truthähne? Ah, da mache ich was anderes. Haha, Leute. Ja, aufpassen. Wir haben ja noch mal genügend Money. Kann ich auch hier dann mal ein paar Truthähnchen hinpacken, weil die werden wir hundertprozentig auch noch gebrauchen wieder. Aber weil wir ja immer so, darauf achten, wie wir unsere Sachen bauen und tut hier nun mal was Besonderes sind, würde ich die auch in einem anderen Zaun reinpacken. Spielplatz-Zaun, was? Spielplatz? Oh, was ist das der Geräuschkulisse bei den Tuten? Wie die sich anhört, ey. Ich hau jetzt nämlich mal richtig auf die Kacke. Was das Ganze angeht. Ja, gönn dir. Ah, du ja auch, sehe ich gerade. Ja, klar. Ist doch, wenn schon. So, die anderen Kühe hole ich auch nochmal ab. 1, 2, 3, 4. Ja, das machst du ganz gut. Ja, ich weiß, ich kannst dich da schon mit einreihen. Ich bin der Truthahnflüsterer. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie in letzter Zeit vergesse ich hier immer die Türen, aber die kann man ja eh nicht nutzen, was ich schade finde. Ich fände es richtig gut, wenn man sagt, okay, gut, man kann hier eine Tür setzen und die wird dann auch genutzt. Stattdessen springt er mal halt drüber, ne? Ja, ist halt Deko, ne? Ja, das finde ich aber so ein bisschen, muss ich sagen, schade. Haben sie gespart mit ihrer Animation. Gut, auf dass die Truthähne nie abhauen. So, und was bauen wir da für eine Straße hin? Sennsteine. Schieferweg.
Hast du ein Tor gemacht? Nee, ne? Doch. Ach da, verdammt. Mist, da habe ich das jetzt gerade falsch gemacht. Ups. Ich glaube, du solltest nicht sehen, was ich hier gerade baue, was das an Diamanten wieder kostet. Aber achso, du siehst es ja. Das ist ein Steinweg, ja. Kostet jeweils immer 10 Diamanten. Oh Gott. Aber gut, wir haben es ja. Der nächste Winter ist ja schon so gut wie sicher. Oh, der hat die Wege verbunden. Guck dir das mal an. Ist das neu? Oder hat das schon vorher auch gemacht? Das scheint neu zu sein. Das hat er vorher nicht gemacht. Nee, hier hat das zum Beispiel nicht gemacht. Genau. Nee, bei den Wegen macht das nicht. Hm, komisch. Wenn ich das jetzt hier hinsetze, haben wir hier so ein Loch drin. Das sieht total schlecht aus, aber egal. So, dann haben wir das. Sieht das wieder ordentlich aus. Ach, da machst du wieder so einen Weg. Okay. Ja, passt doch besser. Aber schön um das Dixie-Klo rum, ne? Also ich würde das ja... Ich würde das ja... Ich würde es ja so machen. Und dann hier rein den Weg. Warte. Nee, warte. Aber warum macht er das? Warte. Ne, die verbindet er nicht. Den verbindet er nicht. Komisch. Aber ich bin hier gerade eh was am überlegen. Was man. Guck mal. Hier jedenfalls um eine erweitert. Ja, kannst du ja. Weil dann haut es auch wieder mit dem Weg irgendwie hin. Ist jetzt doof, wenn da jetzt irgendwie nochmal zwei Wege irgendwie lang führen. Das sieht irgendwie doof aus. Nee, ich wollte eigentlich so ein paar Bäumchen hinsetzen. Also hier dann zum Beispiel. So. Ja, so einen. Ja, ja, nee, komm, dann machen wir das. Nee, nee, du kannst das ja. Nee, nee, komm, wir lassen das. Nee, nee, das ist ganz gut. Mach da mal deine Bäume hin. Das bringt vielleicht mal so ein bisschen Varietät rein. Varietät? Keine Ahnung. So, hätte ich das gemacht. Und warte, hier hätte ich jetzt was, keinen Baum hingesetzt, sondern... Okay. Warte. Ja, Mann. Nice. Könnte man hier hin machen? Was haben wir da? Standhandtuch. Eine Tierhütte. Ein Bonsai. Ernsthaft? Hier, das sieht auch noch nicht schlecht aus, wenn das hier daneben steht. Ab auf dem Scheiterhaufen. 12.000 verfressenen Dinger. Ist doch nicht. So, was machen wir mit denen hier? So, wie sieht es denn mit den Schweinen aus? Haben die schon wieder Hunger? Die haben echt schon... Oh, hier kommen wir schon die ersten Schweine wieder ernten. Oh, jetzt hast du den Weg hier weggemacht. Nach 9 Minuten. Oh, noch 2 Minuten, dann sind die Schweine fertig hier. Ah, okay. Alle? Ne, nicht alle, aber der größte Teil. Alter, Leute, willst du da hinten nicht mal eine neue Bushaltestelle hinsetzen, Nummer 6 oder so? Ja, habe ich auch schon überlegt gehabt, aber dann haben wir wieder weniger Geld für die... Kostet das Schleifchen? Hm. Ey, warum kriege ich denn den Zaun hier nicht weg? Wir den recyceln. Jetzt, okay. So. So.
Aber ja, hatte ich auch schon überlegt gehabt. Weil bis da hinten immer laufen. Das ist... Es ist echt nervenaufreibend. Achso, hier hast du die Kühe weggenommen. Kann man da zum Beispiel dann die Hasen ausbauen? Die Hühner lassen wir aber hier, oder? Ja, die würde ich da lassen, die paar. Gut. Dann erweitere ich hier noch. Um 3 Felder. Los, komm. Nein, 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 nein. Na komm. Ich will nicht verkaufen. So, liebe Leute, aber ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Verschönern. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Game2Play fürs Zuschauen. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal. Ja, fürs Mitspielen, ja. Sage bis zum nächsten Mal und ja, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Ciao, Leute.